Hallo und willkommen zu einem neuen Tools-Video von mir. Heute geht es hier in diesem Video auch wieder mal um das Thema Bohren, aber hier möchte ich euch ein neues Werkzeug zum Bohren vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um sogenannte Saugbohrer. Diese Saugbohrer hier stammen von der Firma Alpen. Diese hat mir diese Bohrer netterweise zur Verfügung gestellt, damit wir uns diese Bohrer hier einfach mal anschauen können. Wir kennen ja normale Steinbohrer so, das heißt, wir haben hier einen ganz normalen SDS-Bohrer mit hier vorne gehärteten Blättchen und mit diesem Bohrer können wir dann dementsprechend in Stein bohren. Dieser Bohrer benötigt aber hier diesen Drall, sage ich einfach mal, um den Bohrstaub auszufördern und wir kennen es, wenn wir zum Beispiel nach unten bohren oder in eine Wand hineinbohren, es bleibt immer Staub in dem Bohrloch zurück. Hier kommen nun die Saugbohrer ins Spiel. Hierbei handelt es sich um einen Bohrer. Wir sehen, dieser Bohrer hat keinen Drall mehr. Wir haben nur noch hier vorne unsere Hartmetallblättchen. Hier gibt es auch zwei Ausführungen. Zum einen haben wir unseren Bohrertyp Sharp. Das heißt, hier haben wir geschärfte Hartmetallblättchen. Dieser Bohrertyp ist für weiche Materialien, wie zum Beispiel Gasbeton oder eventuell auch andere Porensteine oder Steine, die halt beim Bohren, wenn wir mit Zertrümmerungsbohrer bohren, zerstört werden. Dann haben wir als nächstes noch den Bohrertyp Smash. Hierbei handelt es sich um einen Zertrümmerungsbohrer, so wie wir es kennen. Das heißt, dieser Bohrer wird mit Schlag benutzt und wir haben hier vorne zwei Hartmetallplättchen. Diese sind nicht geschärft, das heißt, wir haben hier einen reinen Zertrümmerungsbohrer. Aber auch hier haben wir keinen Mechanismus, der unseren Staub außen abfördert, sondern wir haben auch hier zwei Bohrungen, genauso wie bei der geschärften Variante. Und der Bohrer ist im Inneren hohl. Dann haben wir hier einen Anschluss. Über diesen Anschluss können wir einen Staubsauger anschließen und dieser saugt dann den Staub, den Abraum, der hier unten entsteht, beim Bohren ab. Wie gut das funktioniert, können wir uns einfach mal hier in der Praxis anschauen. Beginnen wir als erstes mit der geschärften Variante. Mit diesen Bohrern bohren wir ein weiches Gestein, wie zum Beispiel hier diesen Gasbeton oder eventuell Ziegel oder ähnliche Steine. Wir wollen hier durch die Schärfung ein sauberes Loch einbringen. Wir arbeiten hier ohne Schlag und versuchen jetzt einfach mal mit diesem Bohrer hier eine Bohrung aufzubringen. Hierfür müssen wir den Bohrer vorbereiten. Im Normalfall ist er schon vorkonfiguriert, sollte das nicht der Fall sein. Und hier unsere Staubsaugeraufnahme ist nicht aufgebracht. So schauen wir uns diese Aufnahme näher an. Sie hat hier unten zwei Öffnungen, oben nicht. Dementsprechend bringen wir sie hier auf. Wir sehen auch hier eine Öffnung im Bohrer. Hierdurch wird der Staub abgesaugt. Wir bringen hier unsere Aufnahme auf. Wir sehen, diese beiden Öffnungen sind unten. Wir nehmen unsere Schlagbohrmaschine und stellen hier natürlich den Schlag auf aus, bringen den Bohrer ein und schalten den Staubsauger ein. Wir sehen, die Bohrung hat sich hervorragend erstellen lassen und hier wäre jetzt auch mal der Bohrer nach dem Bohren und wir sehen, hier ist noch alles frei. Es sollte der Bohrer mal verstopfen, das heißt, diese beiden Öffnungen sind aus irgendwelchen Gründen blockiert, müssen wir diese natürlich reinigen, einfach einen dünnen Draht nehmen und diese wieder freistechen. Besonders oft kann das passieren, wenn zum Beispiel unser Gestein sehr nass ist oder wir in sehr nassen Untergrund bohren, dann funktioniert natürlich hier diese Saugvariante nicht mehr. Unser Staub kann nicht mehr abtransportiert werden. Deswegen empfehle ich auch, diesen Bohrer nur an trockenen Stellen zu verwenden. Wir schauen uns auch nochmal die Bohrung selber an. Wir sehen, die Bohrung ist exakt ausgeführt. Wir schauen nochmal, ob hier noch irgendwelche Rückstände in der Bohrung sind. Ich stecke einfach mal einen Blasebalg ein und blase hier einfach mal in das Bohrloch. Und wir sehen, es kam keinerlei Bohrstaub mehr aus diesem Bohrloch. Das heißt, dieses Bohrloch wäre jetzt sogar geeignet für eine Klebeverbindung. Wir testen das auch einfach mal mit einem 12er Dübel, bringen hier diesen 12er Dübel ein. Wir sehen, der Dübel passt auch hervorragend in das Loch und er sitzt auch hervorragend. Das heißt, diese Bohrung wurde optimal erstellt. Dasselbe probieren wir auch nochmal mit einem handelsüblichen Standardbohrer aus und ich sauge jetzt einfach mal am Bohrloch ab.
gesehen, ich habe hier für das Erstellen einen ganz normalen SDS-Bohrer verwendet. Das heißt, wir hatten hier keine Schärfe. Ihr seht, ich habe jetzt hier auch ohne Schlag gebohrt. Es hat deutlich länger gedauert, weil wir keine Schärfe an unserem SDS oder an unserer SDS-Spitze hatten. Und ihr habt auch gesehen, trotz Absaugung habe ich hier immer noch Staub gehabt. Jetzt schauen wir uns nochmal die beiden Bohrlöcher etwas näher an. Das hier ist mit dem Saugbohrer entstanden, mit der scharfen Schneide und das hier mit dem SDS-Bohrer. Auch hier schauen wir mal, wie viel Staub hier noch zurückgeblieben ist. Ich verwende wieder meinen Blasebalg. Und wir sehen, trotz Blasebalg, ich bekomme das Loch einfach nicht staubfrei. Wir sehen auch, es hat sehr stark ausgeschlagen. Und wenn ich jetzt hier meinen 12er Dübel nehme, sehen wir, er passt zwar noch, er hat aber doch ganz schön viel Spiel, wenn wir ihn einbringen. Und sitzt auch bei weitem nicht so gut wie hier drüben in unserem ersten Loch. Dann erstellen wir auch gleich nochmal einen Durchbruch. Zuerst natürlich wieder mit unserem konventionellen Steinbohrer. Ich habe jetzt nicht ganz durchgebohrt. Wir haben hier eine sehr starke Schmutzbildung und einen großen Ausbruch. Dasselbe jetzt nochmal mit dem geschärften Saugbohrer. Und wir sehen auch hier mit unserem Saugbohrer haben wir ein deutlich besseres Ergebnis. Wir haben kaum Schmutzbildung oder kaum Staubbildung und wir haben ein kreisrundes Loch auf der Gegenseite unseres Steines. Dasselbe nun auch in massivem Beton. Hier haben wir nun unseren Zertrümmerungsbohrer eingebracht, das heißt der Bohrer mit den nicht scharfen Schneiden. Im Prinzip haben wir hier dieselbe Vorgehensweise, bis auf wir schalten nun natürlich den Schlag ein, aktivieren wieder den Staubsauger. Und auch hier sehen wir, das hat hervorragend geklappt. Wir haben so gut wie keine Staubbildung um unser Bohrloch. Der Bohrer ist sauber eingedrungen. Wir haben auch kein Verklemmen des Bohrers gehabt. Das passiert nämlich auch sehr oft hier beim Bohren in so hartes Gestein. Das setzen sich dann bei normalen Spiralbohrern. Die Spirale der Förderweg setzt sich zu und wir kommen nicht mehr voran. Dadurch, dass hier unser Schmutz, unsere Partikel permanent abgesaugt werden, haben wir dieses Problem natürlich auch nicht. Sollten wir auch hier in feuchtes Gestein hineinbohren, wovon ich eher abrate, müssen wir dann auch darauf achten, dass hier vorne diese beiden Öffnungen immer schön frei bleiben. Sollte es uns auffallen, dass jetzt hier plötzlich Bohrstaub an den Seiten ausdringt, könnte es sein, dass diese beiden Öffnungen verstopft sind. Reinigt diese Öffnungen und setzt eure Arbeiten fort. Dasselbe nun noch einmal ohne Saugbohrer, mit einem konventionellen Schlagbohrer. Wir haben nun hier unsere konventionelle Schmutzbildung und wir sehen, dass unser Loch, unser Bohrloch natürlich auch noch komplett voll mit Bohrmehl ist. Wir testen jetzt einfach mal, wie viel Bohrmehl sich jetzt noch in welchem Bohrloch befindet. Wir setzen jetzt hier einfach mal den Blasebalg in das Bohrloch ein, was mit dem Saugbohrer erstellt wurde, und blasen einfach mal. Dieses ist komplett sauber. Das andere Bohrloch ist nun komplett voller Bohrmehl. Ich sauge das jetzt einfach mal mit einem handelsüblichen Staubsauger frei. Und auch hier schauen wir einfach mal, wie viel Bohrmehl jetzt hier noch in dem Bohrloch drin ist. Und
hier sehen wir auch den Vorteil von unserem Saugbohrer. Dieses Loch ist nach Erstellung der Bohrung sofort einsatzbereit. Das heißt, wir können hier sofort mit unseren Arbeiten fortfahren. Das heißt, wir können hier den Dübel einbringen. Wir können hier eventuell auch Klebeverbindungen einbringen, Klebedübel. Währenddessen das andere Bohrloch noch aufwendig gereinigt werden muss. Hier reicht das blanke Ausblasen mit einem Blasebalg gar nicht aus. Hier müssten wir eventuell nochmal mit einer kleinen Bürste durchgehen, damit dieses Bohrloch überhaupt gereinigt ist und für den weiteren Einsatz zur Verfügung steht, zum Beispiel auch für eine Klebeverbindung. Kommen wir zu einem kleinen Fazit des Saugbohrers. Den Saugbohrer würde ich überall dort einsetzen, wo wir staubfreie Bohrungen brauchen. Und zwar wirklich staubfrei. Das heißt, wir wollen hier unser Umfeld komplett staubfrei halten, aber auch das Innere der Bohrung staubfrei halten. Das kann besonders bei Monteuren sehr interessant werden, besonders wenn wir viele oder tiefe Löcher bohren müssen. Jeder, der schon mal mit einer Schlagbohrmaschine gearbeitet hat, weiß, dass man ab einer gewissen Bohrtiefe Probleme hat mit dem Abtransport des Bohrmehls. Das entfällt hier komplett. Unser Bohrmehl wird immer sauber abgesaugt und in dem Moment, wenn wir den Bohrer aus dem Bohrloch herausziehen, ist das Bohrloch fertig zur weiteren Bearbeitung. Das heißt, wir können hier unsere Dübel einbringen oder eventuell auch Klebearbeiten in diesem Bohrloch sofort durchführen, ohne das Bohrloch erst lange und aufwendig reinigen zu müssen. Besonders gut eignet sich auch dieser Saugbohrer, wenn man zum Beispiel in Innenräumen arbeitet, wo zum Beispiel vielleicht schon alles fertiggestellt ist. Das heißt, wir haben unsere Wände schon fertiggestellt, es ist alles schon geweißt und wir müssen eventuell nochmal ein Bild oder irgendwas Ähnliches aufhängen. Auch hier können wir gut mit diesem Bohrer arbeiten, ohne eventuell dann das Umfeld stark zu verschmutzen. So, damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an die Firma Alpen Drills, die mir diese Bohrer zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt hat. Link zu den ganzen Bohrern und zu den ganzen Systemen, die wir hier gezeigt haben, natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Interessiert ihr euch des Weiteren noch mehr für das Thema Bohren und Bohrer, so habe ich noch weitere Videos dazu erstellt. Diese findet ihr, wenn ihr unten in die Videobeschreibung schaut oder hier in den Abspann oder hier oben unter das i. So, damit komme ich dann endgültig zum Ende dieses Videos. Hat euch dieses Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert ihr einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.